Arsch, ich sehe gerade, das muss gepflückt werden. Ja, das ist schlecht. Tja, jetzt auch nichts, wir müssen unkommen kämpfen machen. Der muss auf Flügen noch verzichten, weil jetzt ist die Saat schon drinne. Und für Raps wäre es schon fast zu spät. Nö, zwei Tage wären noch. Muss ich überlegen. Wahrscheinlich werde ich es nicht machen. Weil auf die 10% wird er verzichten. Ich wünsche mal allen einen schönen Sonntag. Bevor ich das wieder vergesse. Einfach des Gefechts, ne? Kommt vorbei, passt. Ja, das sind die Felder, die wir noch putzen wollen. So, das ist keine Ruhe. Mal kurz ausschalten. Und mal gucken mal rein. Ob da noch mehr gepflügt werden muss. Also, das wäre ganz schlecht. Achso, deswegen, weil da. Achso, ja, okay. Gut, mit dem kann ich jetzt leben, ne? Da war ich aber an einer Stelle gewesen, wo das entsprechend so war. Und dazu tue ich ja teilweise heftig, ne? Also, okay, das lag am Flug. Oder an mir. Jedenfalls. Muss nicht gepflügt werden. Die wird nicht im Ganzen. Das wäre man höchstens mal bei Gelegenheit, wenn wir pflügen müssten. Zwar wenn man Mais anpflanzen würde. Mais wäre eine Option. Oder Hopfen wäre auch eine Option. Wo wir hinterher pflügen müssten. Ne? Ja, und Gruppenkämpfung geht an und so. Das andere läuft noch, ne? Kalk, ja, hoffe ich mal, dass er bald fertig wird. Ansonsten Grünpuffer ist Blocking, das ist voll. Das ist so. Und der fährt auch erst wieder los, wenn ich sage, weiterfahren. Aber wie gesagt, aktuell für heute nicht mehr. Weil ich will mal eins fertig machen, sonst wird das hier nichts. Die BGA kann das eh erstmal ein bisschen verarbeiten. Lass mal ein bisschen bearbeiten, ne? Ich habe noch zwei Felder zu bearbeiten. Mit Pflanzenschutzmittel. 17, 18 noch. Und dann bin ich auch fertig. Na, Baum. 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 Jo. Vollgas, ne? So. Also rein theoretisch müsste ich jetzt Rasti an Lenkrad gekriegt haben. Für nächste Woche. Also für Datum 17. 18 oder so. Keine Ahnung. Hab jetzt nicht so einen Kopf. Oder ja, so ein Dreh. Muss das sein. Jedenfalls nicht an diesem Wochenende. Also. Ne, das wird noch weiter. Weiter. So 20er dann irgendwie was. Jedenfalls, ich habe es noch nicht losgeschickt, ich habe Mais noch nicht. Wir brauchen Karton. Karton, und dann kann ich dir das entsprechend schicken, was ich schicken wollte. Lass mich überraschen, vielleicht wird es besser. Ja. Ja, das dazu, ne? Kriegst du aber erst Montag. Ja gut, wenn die Folge kommt, ist eh zu spät. Dann ist schon alles Geschichte. Ja, Bekämpfung Unkraut. Feld 1, 17, 18. Und dann sollte auch heutige Folge dann schon mit voll erfasst sein. Ne? Warum ich bei der Marsch keinen Livestream gemacht habe, erstmal war geplant zu arbeiten, was später nicht der Fall war. Aber und da ja so viele bei der Marsch fast nicht reinschauen im Prinzip und auch keine Kommentare kommen, das ist gehe von außen Interesse, die nicht so groß ist, und daher habe ich das und mir gesagt, okay, das macht das keinen Sinn. Ich habe ja viele Livestreams schon gemacht, im Prinzip wenige Zuschauer oder fast gar keine, und das macht bei mir dann irgendwo noch keinen Sinn, schlecht vom Algorithmus. Und wenn wirklich mal Interesse da sein würde, würde ich mir sicherlich mal wieder machen, aber erstmal denke ich mal, geht es mitten in der Woche so oder so nicht, weil ich da von der Arbeit her ist das einfach nicht möglich. Zum einen, wenn ich Spätschicht habe, arbeite ich sowieso, und zum anderen, wenn ich Frühschicht habe, stehe ich sehr früh auf, und da werde ich mich nicht groß abends
ransetzen, weil er auch die nächste Folge für den nächsten Tag gemacht werden muss und bearbeiten, hochladen. Das ist dann zeitlich dann nicht machbar. Ein bisschen Haushalt muss auch sein. Leider macht er keine. Von daher ist das schwierig, so mitten im Wochenplan. Ne? Freitag ist sicherlich möglich, wenn wir dann Samstag ja frei haben. Aber mitten in der Woche, 1000 Folge wäre Donnerstag gewesen. Schwierig. Schwierig. Wenn ich es vorher gewusst hätte, dass ich frei habe, hätte ich vielleicht eingetaktet, aber wie gesagt, das habe ich vorher nicht gewusst. Und ist auch die Konkurrenz zu groß. Also sind sehr viele live dabei und da verirrt sich bei mir keiner, ne? Oder selten, sag mal so, selten. Kann ich verstehen. Ist okay, also kein Problem mit. Macht auch nichts, ne? Auch heute ist für mich bald Donnerstag und für euch ist heute Sonntag. Da kommt die Marsch zum Mittag. Das habe ich irgendwann mir angewöhnt, um die Zeit live zu gehen. Auf Sendung zu gehen und um 14 Uhr die Küchenkarte und um 15 Uhr Kettle und Kopf, was aktuell besser läuft. Warum, weshalb, keine Ahnung, ist anscheinend Interesse höher. Ja, das ist manchmal ganz verrückt, ne? Kann man sich nicht so erklären. Aber das ist so, ich habe ihm gesagt, okay, im Grunde ist es egal, ich ziehe mein Ding jetzt durch, auch mit der Marsch. Ich werde nicht ständig Karten wechseln, das ist auch blöd. Man will ja irgendwann auch was aufbauen. Und da hatte ich mir hierfür entschieden. Was nächstes Jahr kommt, das weiß ich nicht. Wenn wirklich mal neuer LS kommen würde, beginnt ja eh mit der Standardkarte, ne? Aber die Marsch ist halt immer sehr früh fertig, ne? Spielbar zum Anfang, ne? Nicht alles fertig, ist auch nicht machbar. Aber halt die einfache ist dann fertig, ne? Und ich finde die Standardkarten einfach, ist für mich ist das nichts, ne? Also vom ganzen Aufbau her, Struktur, ist das nichts. Da ziehe ich die Marsch dann vor und die Marsch ist halt im Allgemeinen mit am ersten fertig, ne? Am ehesten. Und da er die selber spielt, kann man von ausgehen, dass die halt auch gut läuft, ne? Ja, sechs Fehler und so, Abstürze und so, dass das halt nicht vorkommt, ne? Von der Karte jedenfalls. Nächstes Jahr muss ich auch mal sehen, dass ich mir nicht so viele Fahrzeuge raufbringe oder Mods, sondern mal schön nach und nach abwarte, ne? Ist nicht so einfach. Man will alles haben, aber am Ende doch ist Quatsch, ne? Ja, und mal sehen. Also die ersten Gerüchte kommen allgemein immer im März raus. Die ersten kleinen Gerüchte. Ich gehe fest davon aus, dass ein neuer LS kommen wird. Aus einfachen Gründen. Finanziell. Auch Giants will leben und Geld verdienen. Ein DLC ist ja weniger reizvoll wie ein neuer LS. Was sie da nun alles machen werden, keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass Season dabei ist. Als zumindest nutzbar, ne? Klar, es ist eine Arbeit, ne?
Und vielleicht kann man es ja auch vorhin verwenden, vom 19 auf den 21er, ne? Wenn man da nicht, oder das zumindest ein so gestalten, dass, na, dass hier entsprechend die Energy flüssiger läuft, ne? Also auf dem Mehrspielermodus, dass es da nicht so sehr hakt, ne? Genau. Dass halt der Prozessor nicht einer, sondern 3, 4 dafür arbeiten, ne? Also hier vom Hauptkern, ne? Vom Berechnung her. Grafik und so, das läuft ja flüssig, kann man so nicht meckern. Aber wie gesagt, wenn Berechnungen anstehen, da wird es meist schwierig. Dann muss man dazu sagen, die haben ja auch von der einfach berechnet, ne? Aber viele wollen ja eine Vierfach haben, ne? Also von der Fläche her. Also nichts gegen einfach, aber am Ende ist der Vierfach einfach schöner, ne? Größere Felder. Vor allem, man hat ja auch die Geräte dafür, ne? Wenn man jetzt einen Rubicon nimmt, als Spritze, Einfachkarte, ja, da brauchst du nicht kaufen, das ist nicht wirtschaftlich, ne? Ist ja halt so, ne? Wahnsinn! Nächste Feld. Eins haben wir noch. Eins haben wir noch. So, muss gleich mal die B drücken. Müsste man eigentlich mal die Funktion auf die Konsole legen, aber müsste, ne? Das Problem ist, das ist je häufiger ich das nutze, umso besser ist es. Ne? Also da hat man es ja. Also die Tasten B, X und so, das muss man eigentlich vom Mikrofon im Weg. Aber ansonsten müsste ich mir so einen Zettel nehmen, aufschreiben und dann nachher noch ein paar Mal nutzen, das ist auch, muss ich auch eingeprägt. Ne? Aber anfangs ist das schwierig. Man fängt mal gleich hier rein, wird gleich wieder ausklappen können. Ja, so eine Spritze hat den Vorteil, auch bei starkem Wind punktgenau die nötigen Mengen anzubringen, ne? an die Fläche. Was so eine Spritze, wenn es ein Güllefass nehmen würde, einfach nicht machbar ist, ne? Wenn die jetzt es rausspritzt. Das ist halt hier genauer, ne? Habe ich mal so ein Gerät gesehen auf Video, das auch Dünger ausstreuen kann, Festdünger, ne? Ja, Wald. Ja, unsere Bäume sind schon zu sehen. Wahnsinn. Die wachsen auch schön. Aber da muss ich auch noch Stumpenfräsen. Das ist auch noch so eine Arbeit. Die Restbäume wegholen, ist auch noch was, was gemacht werden kann, ne? Und jetzt könnte man auch das als Feld nutzen, wenn man die Gebäude auch entfernen kann, ne? Die kleinen Jagdstände und diese Hütte. Aber jetzt ist es Wald. Und da würde ich ja noch Bäume pflanzen, bei Gelegenheit. Pro Jahr ungefähr 200 Stück. Und da liegen noch ein paar, da müssen wir wegholen. Und Fräsen haben wir auch noch. Ja, genau. Der Vogel gibt mir recht. Oder der Vogel, oder das Vogel, das geht nicht. Da sind ja so einige Verrückte jetzt. Ich sag mal, Genderwahn, was sie das überall haben. Mann, Frau, gibt nicht mehr, nur S. Das ist ein Wahnsinn. Ich war nichts gegen, also soll jeder machen, wie er will. Das ist mir völlig wurscht. Ne? Aber im Grunde sollte keine Minderheit über die Mehrheit bestimmend sein. Ne? Minderheitsrechte, ja, warum nicht? Sollen sie alle haben. Aber wie gesagt, deswegen alles auf den Kopf zu stellen, das muss nicht sein. Klar, soll auch ein
ein Wickeltisch für Babys bei Männern geben, ne? Warum nicht? Männer versorgen ja die Kinder auch, ne? Das ist richtig. Aber wenn einer glaubt, als Mann, er ist eine Frau und will ein extra Klo haben, na gut. Ich sag mal so, da gibt es auch noch die Möglichkeit, im Notfall ein Behinderten-WC, ne? Man ist zwar nicht behindert, aber wie gesagt, wenn er meint, er will allein sein, ist das eine Option, ne? Aber wie gesagt, öffentliche WC deswegen, Mensch, die kriegen ja nicht mal die WCs sauber gehalten an den Raststätten. Nur für Männer in Wendland. Ich kann ja auch denken, dass sie das an Arbeit hätten, wenn sie dann extra jemanden da noch einrichten müssten. Ne? Also manchmal sieht man oft, haben sie als Ablenkung, ne? von aktuellen Sorgen. Ne? Gibt wichtigere Dinge als so eine Sache. Naja, na gut. Da soll sich keine Angriffe führen. Also wer meint, der soll es tun. Habe ich kein Problem mit. Aber deswegen alles umkrempeln, damit habe ich schon ein Problem mit. Also. Kann jeder erkennen, ob Mann oder Frau, das weiß er. Ne, brauchen nur in den Spiegel gucken, ne? Ein Duschen reinwegen. Ja, so ist das, ne? Und so haben wir auch hier schon mal Gottes Folge gehabt. Und alles gedüngt. Das ist Wahnsinn. Ein paar Meter noch, haben es geschafft. Ein paar Meter. Aber für Rapsfelder, ne? Also nicht für jetzt, ja, nächstes Jahr. Wir müssen ja immer einpflanzen, ne? Wahrscheinlich ein bisschen Mais machen, ne? Mais wäre auch eine Option. Da haben wir ja nicht geschafft, den Malzbrot zu bedienen. Obwohl ich doch genug Malz habe, davon abgesehen. Ne? Also, boah. Den Regen haben wir auch noch nicht gekriegt. So, die Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich wünsche noch allen einen schönen Restsonntag. Hinweis in eigener Sache. Thüringen und Kettle Kotz kommen noch. Wer Lust und Laune hat, darf sich da gerne mal reingucken. Wer möchte und wer nicht, ist auch okay. Für jeden Geschmack soll was dabei sein. Sag mal so, ne? Dann ist es gut. Ja, dann noch tschüss und ciao. Morgen, Montag geht's weiter. Zum Start einer neuen Woche. Tschüss.